Moin, du willst programmieren lernen, dann bist du hier genau richtig. In diesem Video lernst du, wie du in HTML JavaScript einbindest. Wenn du übrigens jetzt viel mehr JavaScript-Tutorials haben willst, abonniere den Kanal, weil ich versuche jeden zweiten Tag ein neues JavaScript-Tutorial für Beginner herauszubringen. Als Entwicklungsumgebung würde ich euch Visual Studio Code empfehlen. Dieser ist perfekt für Beginner. Einfach nur auf die Website gehen, runterladen und ausführen. Nun erstellen wir einen Ordner auf dem Desktop, wo wir dann unser Projekt speichern. Ich nenne das hier jetzt mal Programmieren starten. Dann öffnen wir Visual Studio Code und können einfach unseren Ordner dort reinziehen. Dann erstellen wir einen index.html und eine app.js. Als nächstes legen wir das Grundgerüst von HTML an. Falls du Visual Studio noch nie benutzt hast, ihr könnt einfach ein Ausrufezeichen tippen und dann bekommt ihr es. Für die, die es nicht haben, unten in der Videobeschreibung habe ich es mal reingeschrieben. Ich mache hier jetzt mal eine Überschrift, das müsst ihr nicht. Nur damit ihr das gleich einmal was auf der Website sehen könnt. Jetzt wird's spannend, wir legen nun ein Script-Tag an. In diesem könnt ihr ganz einfach JavaScript-Code reinschreiben. Wir nutzen hier zum Test einfach mal ein Alert-Tag. Das werdet ihr in den folgenden Videos noch kennenlernen, damit ihr das Ganze nur einmal seht, dass es funktioniert. In unserem Programmieren-Starten-Ordner können wir nun einfach die index.html-Datei öffnen. Nun wollen wir aber nicht unseren ganzen JavaScript-Code in unserer HTML-Seite aufschreiben. Deswegen können wir ja auch unsere App.js nutzen. Das machen wir, indem wir unserem Script-Tag einfach ein Source-Element hinzufügen. Dort kommt dann der Name unserer JavaScript-Datei rein. Damit haben wir jetzt die App.js eingebunden und können dort jetzt unseren JavaScript-Code reinschreiben. Wir nutzen hier wieder den ganz normalen Alert-Befehl, damit wir das einfach auf der Website sehen. Und hier haben wir ihn, den coolen Alert. Lasst ein Follow da, wenn ihr nichts weiteres mehr verpassen wollt.